Hi liebe Leute, ich bin's wieder und jetzt geht es in der Lektion Hinterrad versetzen aufs Vorderrad. Ganz klar, ihr müsst euch auf dem Vorderrad sehr wohl fühlen. Es kann sehr gut sein, dass ihr als fortgeschrittene Biker das auch schon geübt habt. Das heißt, mit Hilfe der vorderen Bremse das Hinterrad hochkommen lassen. Ihr fahrt ganz langsam in der Ebene an und Schritttempo, zieht dann ganz explosiv die vordere Bremse. Gleichzeitig dazu habt ihr euch von einer niedrigen Position in eine höhere Position bewegt. Also ihr streckt euch und dann werdet ihr merken, durch den Bremseinsatz kommt das Hinterrad hoch. Dann müsst ihr euch rantasten. Wenn ihr das Gefühl habt, das war zu viel, dann könnt ihr die vordere Bremse auch wieder lösen und das Hinterrad fällt zu Boden, dass ihr nicht einen Überschlag macht. Beim Stoppi merkt ihr mehrere Details, die wichtig sind. Ihr braucht hängende Fersen, ihr braucht Körperspannung, damit ihr diesen Drang, der beim Stoppi entsteht, dass der Körper nach vorne geschoben wird, entgegenwirken könnt. Das ist sehr wichtig. Wenn ihr dann spürt, das Hinterrad kommt höher im Stoppi, dann muss der Sattel ab einem gewissen Punkt durch eure Beine hindurch wandern. Dabei werden euch eure Beine wieder beugen und ihr werdet merken, das ist sehr sicher und fühlt sich sehr gut an. Den Stoppi könnt ihr dann auch Schritt für Schritt steigern. Wie gesagt, ihr müsst euch auch vom Kopf her wohl damit fühlen. Wenn es euch hilft, könnt ihr auch auf einer Wiese üben. Ganz wichtig, man muss entschlossen sein und den Kopf daran gewöhnen, dass das Gehirn sagt, ja, du kannst ruhig in einen hohen Stoppi gehen und ohne dass ihr jedes Mal euch erschreckt und dann verkrampft. Das war der Einstieg fürs Versetzen und zwar der Stoppi. Bitte seid nicht verwirrt, wenn ihr andere Tutorials guckt. Manche nennen auch das Rollen auf dem Vorderrad Stoppi. Bei mir ist halt der Stoppi da, wo das Vorderrad auch ganz stoppt. Und da muss halt die Gehirn-Finger-Verbindung sehr geschult sein. Übt das schön, fühlt euch gut dabei, zieht euch Protektoren an und wir sehen uns in der nächsten Lektion. Hi liebe Leute, ich bin's wieder. Ihr fühlt euch jetzt wohl auf eurem Vorderrad beim Stoppi. Dann könnt ihr dazu hinübergehen, dass ihr den Nosewheelie übt. Das heißt, bei schleifender Bremse rollt man noch ein Stück auf dem Vorderrad. Sieht gut aus, macht Spaß und schult euer Gefühl und eure Sicherheit. Der Nosewheelie setzt voraus, dass ihr das schleifende Bremsen mit einem Finger an der Vorderbremse im Schlaf beherrscht. Sehr gefühlvoll. Das könnt ihr auch nochmal isoliert üben. Nehmt euch euer Rad, geht neben das Fahrrad, zieht die vordere Bremse, geht anderthalb Schritte, dann ist das Fahrrad oben, der Sattel am Körper und ihr könnt dann bei schleifender Bremse weiter nach vorne gehen und merkt, ah, die Bremse schleift, das Hinterrad bleibt in der Luft. Oft stellt sich beim Nosewheelie die Frage, wie schnell muss ich eigentlich anfahren? Aus hoher Geschwindigkeit oder eher langsam? In der Kehre seid ihr sehr langsam, weil es steil ist und eng. Aber wenn ihr den Nosewheelie übt auf der Straße und ihr wollt länger auf dem Vorderrad rollen, könnt ihr auch die Geschwindigkeit steigern des Anfahrens. Das macht das Ganze wieder einfacher. Auch beim Nosewheelie gilt, ihr könnt die vordere Bremse jederzeit loslassen, damit das Hinterrad wieder runterfällt. Und ihr müsst euch Schritt für Schritt steigern, damit es sicher ist. Manche fahren die Nosewheelies im Stehen, manche im Sitzen, je nachdem wie ihr euch wohler fühlt. Ihr könnt auch wieder wie beim Stoppi die vordere Bremse gut nutzen, dabei eine Tief-Hoch-Bewegung haben. Und dann lasst ihr die vordere Bremse schleifen und schon rollt ihr ein Stück auf dem Vorderrad. Der Nosewheelie ist nicht unwichtig, auch fürs Versetzen, das werdet ihr gleich merken. Also übt das Ganze, bleibt dabei und wir sehen uns in der nächsten Lektion. Hi liebe Leute, ich bin's und es geht weiter mit der nächsten Lektion beim Hinterradversetzen. Ihr habt euch jetzt das Schritt für Schritt herangearbeitet, ihr fühlt euch wohl auf dem Vorderrad, ihr habt das Gefühl für die Bremse, ihr könnt Stoppi machen, ihr könnt Nosewheelie machen. Dann geht ihr dazu über, beides zu kombinieren. Das heißt, ihr macht erst einen Stoppi, sprich ihr macht euch klein in einem Hang, dann zieht ihr die Vorderbremse und macht euch dabei groß. Für einen kurzen Moment blockiert das Vorderrad komplett und dann, anstatt jetzt das Hinterrad einfach fallen zu lassen, lässt ihr die vordere Bremse noch etwas schleifen. Und diesen Moment müsst ihr spüren. Erst das Vorderrad blockieren lassen und dann weiter die vordere Bremse schleifen lassen. Schon habt ihr einen kurzen Weg, quasi Stoppi to Nosewheelie. Dieser Schritt ist existenziell für das Versetzen des Hinterrads, weil wir mit der Methode arbeiten, dass das Hinterrad dem Vorderrad folgen soll. Und das funktioniert nur, wenn ab einem gewissen Punkt das Vorderrad sich auch weiter bewegt. Das passiert natürlich in einem Trail, in dem ihr bergab fahrt. Da reichen auch nur wenige Zentimeter. Weil ihr in der letzten Vorübung vor dem Versetzen seid, überprüft nochmal die Punkte. Hängt eure Ferse, bevor ihr den Stoppi to Nosewheelie startet.
Wie ist das? Wandert der Sattel unter euch nach vorne, wenn ihr das Hinterrad hochkommen lasst? Wie fühlen sich die Finger an? Sehr kontrolliert, dosiert, oder habt ihr das Gefühl, manchmal ist es noch etwas abgehakt? Das sind Dinge, die ihr überprüfen müsst, und dann könnt ihr auch den nächsten Schritt weitergehen. Wenn ihr das Ganze übt im Wald, werdet ihr merken, man bekommt ein Auge dafür, wo der Boden genug Grip hat. Das heißt, wenn ihr total losen Schotter oder Matsch habt und ihr versucht das Ganze, kann auch euer Vorderrad wegrutschen. Ihr werdet aber sowohl jetzt beim Üben als auch nachher im Trail schnell erkennen können, wo ist Grip da und wo kann ich das Ganze starten. Ihr habt gemerkt, ihr müsst mehrere Dinge, die ihr einzeln geübt habt, nun zusammenfügen. Erst den Stoppy, dann den Nosewheelie hinzufügen, dass man noch weiter rollt auf dem Vorderrad, auch nur wenige Zentimeter. Übt das, spürt das, und dann geht es weiter zum Versetzen. Hi, liebe Leute. Der nächste Schritt steht an, das Hinterrad versetzen. Und da ist es wichtig, dass ihr nun spürt, wie das Ganze funktioniert. Bevor ihr das übt, möchte ich euch noch einmal das Prinzip zeigen, nachdem diese Technik funktioniert. Das Prinzip heißt nämlich, das Hinterrad folgt dem Vorderrad. Hier seht ihr das gut mit dem Fahrrad. Das Vorderrad ist eingelenkt, das Fahrrad hat eine leichte Schräglage. Später, wenn ihr auf dem Fahrrad seid, spürt ihr den Sattel am inneren Bein. Wenn ihr nun den Impuls startet, Stoppy to Nose Wheelie, will das Hinterrad in eine Flucht mit dem Vorderrad. Dadurch habt ihr einen leichten Versetzer. Wenn ihr jetzt noch weiter dem Trail folgt mit eurem Blick, ihr habt auch den Körper, der sich mitdreht, dann geht das Hinterrad ganz rum und ihr habt einen Versetzer, ohne dass ihr das Heck nach außen werfen musstet. Das zur Theorie. Jetzt müsst ihr die ersten Schritte auf dem Bike machen, wenn alles vorher geübte schon sitzt. Sprich, ihr nehmt euch einen steilen Hang, entweder im Freien oder markiert euch eine Kehre, fahrt ihr rein. Nun setzt ihr den Impuls, Stoppy zu Manual. Vorher habt ihr das Vorderrad eingeschlagen und den Sattel am inneren Bein gespürt. Wie von alleine kommt das Hinterrad dann mit und versetzt sich. Das werdet ihr auch direkt spüren, ob das funktioniert. Wenn ihr vorher schon viel die alte Technik geübt habt, das Hinterrad nach außen zu werfen, kann es sein, dass jetzt nochmal vielleicht eine alte Gewohnheit mit reinspielt. Das werdet ihr aber auch sofort spüren. Es gilt wieder das Prinzip Schritt für Schritt. Also macht erstmal kleine Versetzer mit dieser Methode, bevor ihr sagt, ich will direkt ganz rum. Dann bekommt ihr ein Gespür dafür und könnt euch langsam steigern, sodass das Versetzen immer mehr wird. Ihr werdet merken, dann auch bitte immer schön die Landung abfedern aus Beinen und Armen, weil der Aufprall spürbar wird. Übt das Ganze Schritt für Schritt erstmal auf eurer starken Seite. Wenn ihr da erste Erfolgserlebnisse habt, könnt ihr auch anfangen, die andere Seite zu nehmen. Ungünstig wäre es, wenn ihr sofort von Anfang an euch einen Slalom absteckt. Nun habt ihr gemerkt, die Puzzlestücke setzen sich zusammen, das Hinterradversetzen klappt, spürbar. Macht dann zum Beispiel mal mehrere kleine Versetzer in einer Kehre und dann geht es darum, das Ganze im Gelände anzuwenden. Das machen wir in der nächsten Lektion. Hi, liebe Leute! Ja, wir haben am Anfang enge Kehren gefahren, wir haben das Versetzen Schritt für Schritt geübt. Nun könnt ihr in engen Kehren das Versetzen anwenden. Sucht euch eine enge Kehre, in der ihr euch schon sehr wohl fühlt. Nun fahrt ihr weiter innen an, als wenn ihr das beim normalen Fahren machen würdet. Direkt in die Steilheit und fangt an mit dem kleinen Versetzer. Setzt den Impuls und ihr werdet merken, das Ganze funktioniert auch. Euer Blick muss weiter dahin gehen, wo ihr hin wollt. Und natürlich nicht in den Abgrund, ganz wichtig, der an der äußeren Seite wartet. Nun habt ihr die ersten Erfahrungen gemacht, steigert euch, macht mehrere kleine Versetzer, macht einen großen Versetzer und dann auch die andere Richtung. Nun merkt ihr, im Gelände kommen einige Faktoren zusammen. Neben dem mentalen, sprich die unbewusste Angst vor dem Überschlag in den Abgrund, kommt auch hinzu, dass ihr das Gelände lesen müsst. Es ist nicht alles wie im Bikepark gebaut, sondern es liegen vielleicht doofe Wurzeln oder dicke, lose Steine im Weg. Ihr müsst eure Linie anpassen. Ihr müsst auch das Gleichgewicht halten können und zum Beispiel mal kurz stehen bleiben und gucken, wo kann ich jetzt hier meinen Versetzer starten? Wo mache ich vielleicht zwei kleine Versetzer? Wo hat der Boden guten Grip? Wo liegt Laub? Wo ist so eher fester Schotter? Das sind alles Dinge, die jetzt zusammenkommen. Und ihr übt und übt und übt, dann werdet ihr merken, die Erfahrung hilft euch sehr dabei, diese kleinen Entscheidungen situativ zu treffen. Wenn ihr Erfolgserlebnisse habt und ihr merkt, der Versetzflow kommt, habt ihr den Vorteil, Serpentinentrails haben in der Regel immer
Linkskehre, Rechtskehre, Linkskehre, Rechtskehre. Optimal zum Üben und das ist dann auch spielerisch, macht Spaß und ihr müsst natürlich auch gerade die schwache Seite vermehrt trainieren. Ihr habt euch mit dem Hinterradversetzen die Königsdisziplin fürs normale Biken, also sprich ohne große Sprünge und Stunts, ausgewählt. Ihr werdet merken, es braucht viel Übung, viel Geduld, viel Technik und viel Entschlossenheit. Ihr habt alles Schritt für Schritt gemacht, dann genießt das Ganze jetzt. Ob ihr jetzt in den Alpen fahrt oder im Mittelgebirge, ihr werdet merken, manchmal versetzt man dann auch, obwohl man es gar nicht müsste, einfach weil es Spaß macht. Je besser es geht und wenn es die Kehre zulässt, macht man auch manchmal kleine Nose-Wheelies und fährt quasi ohne den Stoppi im Nose-Wheelie durch die Kehre. Das macht auch Spaß. Genießt das Ganze. Danke, dass ihr die Lektion mitgemacht habt und bleibt dabei. Wir sehen uns beim nächsten Thema.